SPD-Fraktion muss ich noch hinzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt kommen wir alle mal ein bisschen runter, trinken einen Tee. Ja. Kollegen, die schon länger hier im Haus sind, die sagen ja, dieses Innovationsprinzip, das sei ein Running Gag. Aber wir tun mal so, als wäre es ganz neu. Ich habe zweierlei Bauchgrimmen bei Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Zum einen stellen Sie den Ist-Zustand in Deutschland wesentlich schlechter dar, als er ist. Zum anderen schlagen Sie Maßnahmen zu, mit denen ich nicht einverstanden bin. Zum einen, Deutschland ist keine Innovationswüste. Im Gegenteil, die Welt beneidet uns um unsere Innovationsfähigkeit. Und das, obwohl und gerade, weil die Innovation durchdacht und nachhaltig ist. Man könnte auch sagen, wir denken erst und dann handeln wir. Es hat in Deutschland eine kulturelle Tradition, eine Tradition, die durch das sogenannte Vorsorgeprinzip bei Gesetzgebungen und behördlichen Entscheidungen eben verfestigt wird. Und Sie stellen die These dagegen, Vorsorge und Innovation seien quasi ein Widerspruch. Dabei ist die Innovation doch dazu da, Chancen zu ergreifen. Und Sie glauben, Vorsorge sei eben stattdessen, das ist aber nicht richtig, sondern sie soll gleichzeitig Risiken erkennen und verringern bzw. vermeiden. Und wir haben dieses Vorsorgeprinzip aus Fehlern entwickelt, wie sie beispielsweise mit Asbest oder mit FCKW gemacht wurden, weil man nicht alle Risiken vorhersehen kann. Lautet die Maxime, der Handel steht so, dass du noch korrigierend eingreifen kannst, wenn etwas schiefläuft. Auch in der Gesetzgebung muss deshalb eine Abwägung zwischen Nutzenversprechen und Besorgnisgründen stets stattfinden. Und das zu bewerkstelligen, ist eine methodische Herausforderung und nicht eine der Prinzipien. Auch die Herkunft und die Intention dieses sogenannten Innovationsprinzips stimmt mich aber eher kritisch. Die Industrielobbygruppe The European Risk Forum, das sind Akteure von Chemie über fossile Brennstoffe bis hin zum Tabak. Man möchte sagen, nicht unbedingt Horte der Innovation. Na klar. Das Hauptanliegen der Innovationsoffensive war insofern auch nicht die Förderung von Innovation, sondern das Zurückdrängen von Regulierung und Nachhaltigkeitszielen in unseren Gesetzgebungsverfahren. Und ja, Kollege Vorredner, die SDGs sind international anerkannt. Ein so verstandenes Innovationsprinzip ist in meinen Augen sogar innovationsfeindlich, weil es eben dazu führt, dass alte und gegebenenfalls schädigende Produkte länger auf dem Markt bleiben. Ja, so ist es doch. Ja, na klar. Ja, mehr als 150 Jahre sei die FDP alt, erstaunlich. Als Gesetzgeber stehen wir tatsächlich vor der Herausforderung, einerseits agiler zu arbeiten, schnell auf neue Herausforderungen zu reagieren. Auf der anderen Seite müssen und wollen wir in hohem Maße transparent arbeiten. Stichwort Open Government. Und dabei angesichts der Vernetztheit der Themen eine wachsende Anzahl von Stakeholdern einbinden. Methoden und Werkzeuge der digitalen Arbeitskultur sollten da hilfreich sein. Auch würde es helfen, Gesetzgebungsfahren nicht zu überladen. Es ist fast schon zur Mode geworden, in einem Gesetzentwurf alle Ideen reinzupacken, die man schon immer mal realisieren wollte. Oft genug dabei auch immer welche, bei denen man die Kritik der Öffentlichkeit scheut. Beispiele dafür gab es in der jüngsten Vergangenheit genug, sei es der Justizfeger, der den Bundestrojaner enthielt, sei es das neue IT-Sicherheitsgesetz, das neben der wichtigen Zielsetzung, kritisch weiterzuentwickeln, leider auch ziemlich viele verfassungsrechtlich problematische Vorhaben enthält. Und solche Überladungen verlängern den Beratungszeitraum, und es besteht immer die Gefahr, dass durch einzelne Bestimmungen das gesamte Paket in Mitleidenschaft gezogen wird oder sogar gefährdet wird. Ich fasse zusammen. Wir wollen das Vorsorgeprinzip als Qualitätsgarant erhalten. Wir wollen die Gesetzgebung öffnen und modernisieren, damit sie agiler und transparent wird. Und wir wollen Gesetzgebungsverfahren nicht missbrauchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Esken. Als nächster Redner hält das Wort für die Fraktion Die Linke der Kollegin Niemann-Movasat.